Strahlender Sonnenschein, also perfektes Drehwetter haben Annika und ich heute erwischt für Allgäu TV Inn. Und da sind wir heute mal ins Oberallgäu gereist und zwar in die kleine Gemeinde Ofterschwang. Ofterschwang gehört zu der VG der Hörnergruppe und Alois Ried ist der erste Bürgermeister und der ist das Oberhaupt von rund 2000 Einwohnern. Hier ist schon jemand ganz fleißig bei der Arbeit und zwar, das ist die Sophie. Sophie, an was arbeitest du gerade? Ja, ich drehe gerade eine Schüssel, also es soll eine werden. Genau, und das ist eigentlich so meine tägliche Arbeit dann. Jetzt darfst du uns mal verraten, was machst du? Was ist dein genauer Beruf? Also ich bin ausgebildete Töpferin und habe da jetzt meinen eigenen Laden und meine eigene Werkstatt. Und zwar jetzt nicht irgendwo, sondern in einem ganz besonderen Haus, habe ich mitgekriegt. Was ist denn das? Wo sind wir denn? Wir sind im Buschelbetterhaus in Ofterschwang. Das ist alles von der ältesten Hiese da am Ort. Und es ist immer eine Besonderheit, wenn man da reinkommt eigentlich. Das ganze Haus ist super. Was bedeutet der Name Buschelbetter? Da muss ich es nachfragen. Das ist eine Frau gewesen, die hat vorher dahinter gewohnt. Vor ein paar Jahren ist die verstorben. Und die hat Bertha geheißen und Buscher hat man gesagt, weil die mit jemandem verwandt ist, der nennt man Buscher eigentlich. Genau, und daher kommt irgendwie so, der Name hat sich so entwickelt. Sehr cool. Wie lang geht denn so eine Ausbildung als Töpferin? Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Und genau, also die Berufsschule ist in Landshut gewesen und Ausbildung habe ich gemacht in Immenstadt. Innerhalb von einem Jahr dauert es halt, bis man wirklich drehen kann, also bis es wirklich gut läuft. Und ja, der Rest von der Schulzeit ist halt viel Mathe, Chemie, sowas in der Art. Genau. So. Für was Mathe und Chemie? Also man muss die Schwindung beim Ton berechnen, weil der Ton schwindet, wenn er trocknet und während dem Brand. Und da muss man halt berechnen, wie groß drehe ich jetzt die Schüssel oder wie groß drehe ich den Krug, dass es dann zum Schluss irgendwie, dass ein Liter reinpasst oder sowas. Respekt, also mit Mathe, da bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Ja, ich war es am Anfang auch. Also, aber man kann es lernen. Ja, so ist es, genau. Und was fasziniert dich denn am Thema Ton? Also das Material ist einfach super, weil es ist krass eigentlich, wie flexibel der ist. Du kannst im Endeffekt alles mit dem Material machen. Und die Glasur ist auch faszinierend. Also zum Beispiel ist es ein bisschen dünner, dann kommt es heller raus oder gebe ihnen einen anderen Rohstoff dazu, dann gibt es Sprenkel oder eine komplett andere Farbe. Also das ist einfach brutal flexibel und kann einfach sein künstlerisches Dasein so ein bisschen auslernen. Jetzt wollte ich mal fragen, ob ich vielleicht auch mal probieren darf, da ja, was klar. zu drehen. Klar, probier es mal. Ich habe mich jetzt in Schale geworfen. Du kannst schon da bleiben. Ich brauche dich nämlich jetzt. Und zwar, jetzt geht's nämlich los. Und zwar, ich darf jetzt ein bisschen töpfern. Also, du nimmst jetzt einfach mal den Bolle in die Hand und haust ihn mit einem gierigen Schwung auf die Schiebe. Genau. Und dann hast du an der Seite rechts ein Gaspedal. So ähnlich wie beim Auto. Hier. Genau. Und schaust, dass nicht so schnell. Oh. Genau. Zu schnell? Nee, das passt schon. Mach schon noch ein bisschen nass. Und dann nimmst du noch ein Wasser dazu. Oh, Vorsicht! Oh, ja, der geht. Nimm noch ein Wasser. Oh Gott. So? Ja, genau. Dann gib ein wenig weniger Gas am besten. Ja, mach jetzt also. Das. Und es muss eigentlich eine kleine Bolle sein, dass es. Ach, eine Bolle soll das werden? Mhm. Eine Runde. Oh. Jetzt lasch es einfach mal so und mach mal oben mit dem Daumen in der Loch nicht. Oha. Versuch's relativ mittig. Boah. Eieiei. Oha. Was könnte das sein? Also wir können es ja sagen, dass das... Was... Schießhilfe. Nett. Ich glaube, hiermit ist meine Töpferstunde beendet. Die.
Böcke rein, in die Knie gehen. 3, 2, 1 und go, 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 go. Ja, genau, go. Jetzt ist passiert und eigentlich wollte ich erzählen, dass das der Start ist. Und zwar vom Alpinen Skiweltcup in Ofterschwang. Der war dieses Jahr zum 7. Mal zu Gast. Und zwar sind da schon Michaela Schifrin, Julia Mancuso, Christina Geiger, um nur einige Namen zu nennen. Und ich jetzt auch eben unter anderem hier runtergefahren. Ja, und ich bin jetzt nass. Mach mal ein wenig. Die Zuschauer wollen was sehen. Ich habe mal irgendwie Alleinunterhalter gespielt und das wollte ich mal nachfragen. Hast du irgendwie das erkannt, was ihr da gemacht habt oder wie es dazu kam? Ja, du bist hingefallen und das war toll, also zu sehen. Ausgerutscht, voll in den, wie nennt man das, in den Matsch. Also da musst du aber schon lachen. Hast gut gemacht. Danke, also hat sich gelohnt, hier hochzukommen. Ja, natürlich. Ich habe dir gesagt, pass auf, aber du wolltest nicht hören. Das ist das Schlimme. Sie hat echt vorher noch 2-3 Mal gesagt, Achtung und nee, geht schon. Nee, gib mein Bestes. Das geht schon. Hat man ja gesehen, wie es gegangen ist. Da müsste sie ihr nur dein Po jetzt zeigen. Dann würde sie genau wissen, wie das aussah. Okay, und wieder umdrehen, weil wir haben hier noch jemand, der es gesehen hat. Woher kommst denn du? Bei Nürnberg gebürtig. Und wohne jetzt aber in Tiefenberg und mir ist sowas Ähnliches da oben auch schon passiert. Also bin ich gar nicht allein, ist das so eine markante Stelle? Ist die markante Stelle, genau. Okay, also gar nicht so schlimm. Jetzt habt ihr einen wunderschönen Ausblick. Was macht denn Ofterschwang aus für dich? Warum wirst du hierher kommen? Die schöne Natur, frische Luft, die Kühe, die Badeseen gleich um die Ecke. Ja. Und nicht zu vergessen, irgendwelche Leute, die darunter stürzen. Wenn man ganz leise ist, dann hört man nicht nur das Vogelgezwitscher, sondern auch das Summen von den Bienchen. Und die Bienchen gehören der Jutta und die steht neben mir. Wie bist du zu den Bienen kommen? Ja, ich wollte halt gern was mit Tieren machen, mit Natur, naturnah. Aber da Hühner, Schafe und Co. ziemlich viel Arbeit machen, täglich, Bienen machen auch sehr viel Arbeit, aber halt nicht täglich, habe ich lange überlegt und bin dann über Bekannte zu einem Imkerverein nach Fischen gekommen, zum Albert Klepf, mein Imkervater, der hat mir das beigebracht. Da habe ich Imkern auf Probe gemacht und ja, war spannend, sehr spannend. Und so bin ich zu den Bienen gekommen und bis heute geblieben. Das wird jetzt genau 10 Jahre her. Was muss man denn alles machen? Also was ist denn die Arbeit dahinter? Du hast ja vorher gemeint, Schweine und Kühe machen mehr Arbeit, aber was ist denn die Arbeit bei den Bienen? Also die Arbeit bei den Bienen, das beginnt eigentlich, man sagt so im August ist das Bienenjahr zu Ende und beginnt wieder neu. Wichtig natürlich die Varroa-Behandlung, kann ich allen nur ans Herz legen, die auch Bienen haben. Das ist wirklich wichtig, dass man diese Milbe eindämmt. Und das was für eine Behandlung? Die Varroa-Milbe ist ein Parasit, der in ganz Europa verbreitet ist und den muss man eindämmen. Und das kann man nur machen, also hauptsächlich nur nach der Honigentnahme, damit natürlich im Honig nichts drin ist. Das wird mit Natursäuren behandelt. Dann wird eingefüttert, damit die Biene wieder ihr Winterfutter hat. Und dann ist erstmal Pause, dann beginnen die Winterarbeiten für den Imker. Riemchen säubern, Waben, Mittelwände neu einlöten, Gläser abfüllen, Honig verkaufen, etikettieren, sofern man genug hat. Und dann hat man eigentlich ziemlich viel Ruhe. Und Ende März, Anfang April geht's los, dass man eben guckt, was machen die Völker, ist die Königin noch da und dann wird das Volk langsam größer. Für was ist denn die Königin zuständig? Die hat eine ganz wichtige Rolle, oder? In so einem Volk. Die Königin hat eine ganz wichtige Rolle, die wichtigste überhaupt, aber wird, wenn man genau hinguckt, auch ein bisschen vom Volk regiert. Die ersten Tage und Stunden und Tage wird jede Made, wird ja ein Ei gelegt, daraus entsteht die Made, wird mit Gelee Royal gefüttert und dann wird normales Futter umgestellt. Eine Königin bekommt weiter Gelee Royal und entwickelt dadurch die Fortpflanzungsorgane anders und wird eben die Königin.
Und nur die Königin kann tatsächlich Eier legen. Die fliegt dann raus, wird begattet von den Drohnen draußen im Freien. Und den Samen sammelt sie und der bleibt ihr dann ihr ganzes Leben lang. Und ganzes Leben? Die fliegt nur am Anfang ihrer Zeit zwei, drei, keine Ahnung, viermal raus. Und dann bleibt die Königin im Stock und dann legt sie entweder ein Ei, dann wird sie ein Männchen. Oder sie legt ein Ei und legt einen Samen dazu, dann wird sie ein Weibchen. Und wenn dieses Weibchen mit Chilere Royal durchgefüttert wird, wird es eine Königin. Jetzt habe ich sie da hinten. Genau, da wollte man fragen, ob wir mal auch hingehen können und den Honig angucken. Schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt, denn wenn man jetzt hier steht, hier riecht schon wirklich gut nach Honig. Ich gehe jetzt mal davon aus, da sind jetzt die ganzen Honigsachen drin. Ja, da sind die ganzen Honigsachen drin. Man sieht hier, ich habe jetzt alle mit drei Stockwerken belegt, das sind meine vier Völker. Kann man das aufmachen, ohne dass die rausfliegen? Ein bisschen, vielleicht. Oh Gott. Oh oh. Wow. Oh Gott, fliegen die jetzt los? Nein, die sind ganz brav. Das ist die Carnica, die sind wirklich ruhig. Man sieht es hier und brav, obwohl jetzt gleich ein Gewitter aufzieht. Die alte Biene, die unsere Großväter noch hatten, da ist man draußen nicht vorbeigelaufen. Und woher wissen die, dass das ihr Zuhause ist? Die Biene, die fliegt und hat einen Tunnelblick und sieht an dem Raster, was an ihr vorbeifliegt, orientiert die sich. Mal ganz grob gesagt. Natürlich ist das alles viel komplexer, aber so ist es grob gesagt. Wenn ich jetzt diese Kiste einen Kilometer davor stelle, sind die heute Abend alle wieder da. Das heißt, wenn ich so ein Volk versetzen will, muss ich es 3 Kilometer wenigstens wegstellen für 10 Tage, 14 Tage, 3 Wochen, also 10 Tage Minimum, damit sie verlieren, wo ihre Heimat war. Und dann kann ich sie woanders hinstellen, hier im Umkreis. Aber wenn ich die jetzt nur von hier nach da stelle, dann fliegen die raus und fliegen alle wieder hierher. Und jetzt meine allerletzte Frage. Bist du denn schon mal gestochen worden? Also das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, oder? Das lässt sich nicht vermeiden, das ist richtig. Und jedes Jahr habe ich so zwischen 10 und 20 Stichen, übers Jahr verteilt. Oh, das geht ja. Das geht. Ich hätte jetzt gedacht, das sind bestimmt mehr. Nein, das geht. Und soll ja auch gesund sein. Echt? Gegen Rheuma, sagt man. Okay, dann los. So schön das Wetter am Anfang der Sendung war, ist es jetzt leider nicht mehr, denn wir sind jetzt am Ende der Sendung und da hinten zieht ein riesen Gewitter auf. Meine Schuhe und meine Socken sind nicht trocken von meinem kleinen Sturz, aber immerhin passt die Sockenfarbe zu meinem Mikrofon. Annika und ich schauen jetzt, dass wir ins Trockene kommen. Das war's auch schon wieder von Allgäu TV Inn. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.